Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Bulli und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde Myth of Empires. Und ihr seht, ich habe es hingekriegt, eine Tür zu bauen. Also ich habe zwei, drei Sachen schon mal gemacht. Ich habe jetzt hier meine Werkbank, also ich habe heute Mittag mal eine halbe Stunde gespielt. Wollte mal ein, zwei Sachen rumbasteln. Habe hier eine Werkbank gebaut. Ich habe den Schlafsack hingestellt. Die beiden Kisten, die ich ja gebaut hatte in der letzten Folge, habe ich aufgestellt. Und ich habe das mit der Tür endlich hingekriegt. War gar nicht so schwierig eigentlich. War relativ einfach. Genau, ich habe mir einen neuen Bogen gemacht. Und ich habe ein Schwert, wie ihr seht. Ich habe ein Knochenschwert. Also viel ist, wie gesagt, gar nicht passiert. Aber halt so ein, zwei Sachen, die ja doch ganz cool waren. Ich habe auch hier so eine geile Knochenaxt jetzt. Ja, mal schauen, was wir so in dieser Folge für Sachen erleben und machen überhaupt. Ich habe die Sorge getroffen. Ah, ich bin ja voll der krasse Jäger. Yeah, also Leute hier, ne? Müsst ihr zugeben, das war jetzt aber, das war, dafür möchte ich, da möchte ich ein Däumchen für haben, bitte. Das war jetzt ja wohl richtig krass hier. Dreimal im Laufen getroffen. So. Wir bauen auf jeden Fall noch hier Knochen und sowas. Achso, kriege ich eigentlich was anderes, wenn ich das jetzt abbaue? Oh, schon weg, okay. Gibt es noch mehr Viehzeug? Weil ich mal jagen kann? Aktuell nicht. Gut, es gibt ja auch Burgen und sowas, die man erkunden kann. Ich wüsste auch gerne, ich kriege diese komische Unschärfe hier von den Pflanzen und so nicht weg. Das finde ich ein bisschen schade. Das, ich weiß nicht, mich nervt das ein bisschen, ehrlich gesagt, aber gut, das ist halt so ein persönliches Ding einfach. So, ein bisschen was futtern. Ich habe jetzt auch festgestellt, ich habe hier auch diese ganzen Anzeigen und so. Von daher kann ich ja da auch gucken mit der Sättigung. So, die Ausdauer geht auch schön hoch, wunderprächtig. Das dürfte eigentlich reichen. So, ich werde auf jeden Fall die Gegend noch ein bisschen weiter erkunden, weil wir kommen jetzt langsam so in den Bereich Kupfer. Beziehungsweise habe ich denn noch ein paar Knochen? Ich glaube nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch Knochen, weil ich würde mir gerne noch hier diesen Knochenhammer herstellen. Dafür brauche ich aber Knochen. Die habe ich nicht. Was ist das denn? Okay. Hier, so Zaumzeug. Wir können natürlich auch mal versuchen, irgendwie noch ein... ein Pferd zu zähmen oder sowas. So, warte mal. Das hier ist gewöhnliches primitives Futter. Das ist kostbares Trockenfutter. Lebensfutter der Pferde. Pferde verlieren beim Essen ihre Wachsamkeit. Beim Fressen ihre Wachsamkeit. Wir probieren das mal. Die Frage ist, wie ich denen das gebe. Ob ich das werfen muss oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir stellen aber ein bisschen was von her. Wir brauchen dafür etwas Rinde. Das können wir immer hier. Das kann ich auch irgendwie nicht mehr benutzen. Das scheint verrottet zu sein. Keine Ahnung. Oder es ist ein Bug. Aber ja, weiß ich nicht. So, bisschen Rinde. Entschuldigung. So viel brauchen wir wahrscheinlich nicht. Dann gucken wir mal, ob wir uns ein Pferdchen zählen können. Die Frage ist natürlich, ich habe jetzt kein Zaumzeug und nichts. Ob wir das dann überhaupt mitnehmen können. Und überhaupt und so. Aber erstmal eins finden. So, Gras brauchen wir auch. Was? Nein, ich brauche die Sichel, bitte. Sehr schön. Zack. Ja, so ist das schön. So. Gut, die Frage ist jetzt, wir sind auf der Karte. Wir sind hier. Hier haben wir unsere Basis. Hier gibt es auf jeden Fall noch ein paar Punkte, die wir entdecken können. Das sollten wir vielleicht auch mal tun. Also in die Richtung gehen. Wir haben ja auch noch Quests offen. Die können wir dann auch bei Zeiten mal ja, uns anschauen einfach mal und gucken, was da so geht. Ah, hier. Der Kollege hat bestimmt Knochen für uns. Muss auch mit dem Kampf noch ein bisschen gucken, wie das genau funktioniert. So. Der braucht ganz schön lange, um die Waffe zu ziehen. Ich glaube, wir werden sterben. Wow, wow, wow.
Boah. Ja, das überleben wir auf gar keinen Fall. So, die erste Sau haben wir. Ach, cool. Boah, verdammt. Aua. Ah, ich will sterben. Ah! Ja, okay, die Sau hat mich gekillt. Verdammt. Was? Ich hock hier irgendwie. Ah, okay, ich kriech jetzt hier rum. Ja, komm. Dann töte mich doch jetzt. So, sofort wiederbelebt werden. Okay, hier ist mein Kram. So, habe ich jetzt alles? Hä? Achso, ja, dann nimm es doch. Gibt's hier irgendwie... Ich muss mal gucken, ob es hier irgendwie eine Taste gibt, womit ich alles dann nehmen kann. So, auf einmal. Das ist natürlich eigentlich cool, ne, wenn man so an Ort und Stelle rauskommt. Habe ich eigentlich noch was verloren? Von meinem Geld habe ich schon mal nichts verloren. So. Knochen! Das ist gut, damit können wir uns auf jeden Fall die Spitzhacke machen. Und wir gucken mal, da ist das Schwein, was wir gerade angegriffen hatten. Das müsste jetzt eigentlich sterben, ne, so nach Adam Riese. So, komm. Und den Schild. Bam! Okay, die gehen durch den Schild irgendwie durch. Ich muss noch gucken, wie das mit dem Plastik funktioniert. Hoppla. Also er braucht auch unwahrscheinlich lange, bis er da mal eine andere Waffe zieht. Ist mir aufgefallen. Das dauert mir tatsächlich noch ein bisschen zu lange. Gut. Was haben wir jetzt? Okay, jetzt können wir auf jeden Fall schon mal den Hammer hier herstellen. Und wir können sogar... Ach hier, genau, das wollten wir auch. Ich weiß, wie gesagt, gar nicht, wie viel wir dafür brauchen. Davon, nicht dafür, davon. Was willst du denn hier, was? Ey, das ist so breit, das verdeckt schon hier meinen halben Bildschirm. Ey, das ist doch ätzend. Hier, machen wir das jetzt mal. Wir stellen jetzt hier nebenbei nochmal eine Tür her. Wir brauchen ein paar Zweige, komm. Das verdeckt mir hier den halben Bildschirm. Das ist doch nervig. Wo, Moment, das kann ich doch, glaube ich. Die ganzen Missionen, das kann ich ja mal alles hier ausmachen einfach. Ah, hier, das können wir beanspruchen direkt. So, ah, hier, jetzt ist das weg, sehr schön. So, Aktivität, plus 5092. So, da sind jetzt irgendwelche Typen, aber ich weiß halt nicht, wie stark die sind, ne? Das ist halt ein bisschen doof. Wenn die halt zu stark für mich sind, und das sind sie bestimmt noch, dann bin ich halt am Arsch. Irgendwelche Viecher, Level 3, Level 6. Ich habe keine Ahnung, was da ist. Ach, hier sind Füchse, okay. Haben wir ja auch schon platt gemacht, ne? Hallo, Fuchs. Okay, der hat jetzt kaum Schaden gemacht, aber wahrscheinlich hat er auch kaum... Obwohl, so ein paar Punkte. Bringt er scheinbar schon... Ah, ne, Moment. Auf der 5 ist mein Messer. Es kann nicht so leicht, ihn zu treffen. So, aber ich wollte ja mal schauen, wegen eventuell meinem Pferd. Wir sind überall Füchse. Da, Pferde. Sehr schön. Jetzt die Frage. Wie mache ich das? Mal so. Kann ich das in die Hand nehmen? Okay, ich kann es in die Hand nehmen. Ich kann damit werfen, okay. So wie das aussieht, ne? Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Oh, die Pferde sehen schon schön aus, muss man nicht sagen. Die haben sie toll dargestellt. Wahrscheinlich brauche ich auch irgendwie Zaumzeug oder irgendwas, ne? Ich muss den ja irgendwas umlegen.
So, jetzt gucken wir mal, was wir herstellen können. Was ist das? Das ist ein Sattel. Hier haben wir die Pferderüstung. Es gab doch irgendwie noch mehr, ne? Moment. Herstellung. Zähmen rekrutieren. Ah, hier, primitive Zügel. Gewöhnliche Pferde zu fangen. Okay, dafür bräuchten wir noch Zweige. Die können wir ja schnell besorgen. Das ist ja kein Problem. Das dachte ich mir nämlich schon, dass wir da noch irgendwas für brauchen. Die Axt sieht schon cool aus. Das heißt, sehr martialisch, ne? So von den Werkzeugen und so, was man hier kriegt. Sehr martialisch dargestellt. Aber ich finde das cool. So, hier haben wir primitive Zügel. Oh, da ist ein schwarzes Pferd, oder was? Ne, das sah nur so aus, war im Schatten. So, machen wir mal so. Das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Warum auch immer. Muss man das generell dann hier hinlegen und einfach dann. Aber. Ich habe keine Ahnung. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall schon mal nicht mal angebieft. Oder? Ah, hier, da steht unterworfen. Müssen wir in die First Person gehen? Ich werf das mal da vorne hin. Jetzt nehme ich mir mal diese Zügel. So, das Pferd kommt ja jetzt zurück. Jetzt die Frage. Geht das jetzt dahin und frisst? Das würde mich jetzt interessieren. Nicht wahr? Der sammelt der es auch von alleine wieder auf, oder? Das ist jetzt wie so ein Köder anzusehen. Ah, so funktioniert das. Das hier mit so einem Zügel irgendwie auch nicht. Der hat doch, der hat, weißt du, der steht, der soll Zügel in der Hand haben, aber irgendwie. Ach, man muss das mit F. Ja. Das funktioniert auch nicht. Ja, keine Ahnung, das scheint irgendwie noch ein bisschen buggy zu sein, habe ich das Gefühl. Kann ich noch was davon herstellen? Also entweder das ist noch ein bisschen buggy oder ich bin einfach zu blöd. Beides kann sein. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu dämlich dafür. Wird das jetzt in der Hand? Ja! Nimm es doch in die Hand. Du Horst. Die sind sofort, ey, das gibt's noch nicht. Die sind sofort, also von wegen unaufmerksam. Das ist schon mal der größte Bullshit überhaupt. Also sie sind überhaupt nicht unaufmerksamer beim Fressen. Mal ganz und gar nicht. Also wer das geschrieben hat, keine Ahnung. Also das ist irgendwie, muss ich mir nochmal angucken irgendwie im Netz. Also das frustriert mich jetzt gerade irgendwie mega, dass das irgendwie nicht funktioniert. Also schon mal Quatsch, was die da geschrieben haben. Sie sind unaufmerksamer von wegen. So. Weiblicher Fuchs. Kann man die irgendwie zähmen? Das wäre lustig, wenn man die zähmen könnte. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich lass mal. Eins lasse ich mal fallen. Mal sehen, was da passiert. Guck mal, das. Na, okay. Das ist gar nichts.
Na gut. Muss ich mir nochmal angucken, wie man hier dieses Viehzeug zähmt. Keine Ahnung. Bin ich noch zu doof zu? Macht aber nichts. So. Was haben wir denn überhaupt noch an Quests? Hauptquest. Stelle Holzwand her. Ey, mal ohne Witz, das haben wir doch schon gemacht. Das haben wir doch schon gemacht. Bei allen anderen hat das ja immer funktioniert. Dass er gesagt hat, jo, hast du schon gemacht, dann nimm mal mit. Aber hier tut er so, als hätten wir es noch nicht gemacht. Den Hammer können wir den... Na, ich behalte den Hammer noch. Gut, dann erkunden wir nicht. Dann machen wir jetzt diese komischen Quests fertig. Der hat schon wieder Hunger, der Typ. Der ist ja schlimmer als ich. Der frisst ja mehr als ich. Aber wieso? Kann ich die auch essen? Die kann ich doch nicht essen, oder? Was auch immer dann passiert, wenn ich das tue. Was steht denn da? Herzen einfacher. Sie kann auch gegessen werden, um deinen Hunger zu stillen, aber ist nicht zu viel davon. Okay. Auch cool. So. Ach ja. Hunger ist direkt wieder voll, das ist schön. Da können wir gleich mal. Ich habe ein bisschen Holz, das ist gut. Da können wir gleich mal wieder ein bisschen Futter herstellen. Ach, hier ist sogar noch was drin gewesen, seht ihr? So, zack. So, stell mal her. Haben wir noch was zum Grillen? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber es reicht das mal. So, dann machen wir das mal. Wir stellen hier seine Wand her, damit die liebe Seele Ruhe hat. So, dann machen wir hier noch Missionen verfolgen. Vor allem Verband herstellen, Holztür. So. Ach hier, Herstellung, bla bla bla. So. Schalte Wand und Fensterrahmen um, wenn du die Wand platzierst. Okay. Gut, die Base ist natürlich hier. Das Ding ist ja natürlich noch winzig klein. Da können wir ja eigentlich mal erweitern. Wir haben jetzt eine bessere Axt. Da können wir eigentlich mal versuchen, noch ein bisschen mehr Holz und so zu holen. Eigentlich müsste ich ja auch mehr Ressourcen jetzt rausbekommen. Boah, 20 Zweige, das ist doch in Ordnung. Na. Ja, das probieren. Schlägt er schneller zu? Ich habe das Gefühl, wenn er hockt, schlägt er etwas schneller zu. Aber es kann natürlich auch wirklich nur... Weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen flotter. Aber wir kriegen auf jeden Fall übelst Ressourcen jetzt, ne? Und das halt nur bei so Knochen-Dingern. Ist das dann, wenn wir da wirklich mit Metall drauf kloppen? Irgendwann mal, wenn es soweit ist. Das wird natürlich noch lange dauern, bis wir mal eine Eisen- oder beziehungsweise erstmal überhaupt eine Kupferhacke haben. Obwohl, da am Berg könnte sein, dass wir da schon Kupfer finden. Muss ich mal schauen. Ich finde auch die Flagge potten hässlich, ne? Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Das ist voll die Materialverschwendung, dass ich das jetzt ja alles nochmal bauen muss. So, was? Stelle Holzwand her und klicke zum Türrahmen, wenn du platzierst. Ja, okay. Wir machen nochmal hier so ein Fundament. Das ist unser Skill-Fundament. Ja, wir machen jetzt als Skill-Fundament. Das bauen wir ja außen mit dran. Der Fake-Eingang. So. Dann möchte er das haben. Und er möchte, dass wir da eine Tür draus machen. Ja, reicht ihm die große oder will er die kleine? Türrahmen. Machen wir jetzt einfach mal. So. Jetzt möchte er, dass wir die Tür platzieren. Ist das richtig? Achso. Ist das richtig? Holztür. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir nur noch die Wand in ein Fenster umwandeln. Eieieiei.
Muss man sich mit so einen Sachen dann, ne? Ah ja, guckt euch das mal an. Malaria-Giftgehalt 2%. Okay, ich bin zu 2% mit Malaria infiziert. Interessant. So, dann machen wir jetzt ein Fenster. Ups, wunderbar. Und Belohnung. Bam. Ah, hier, guck mal, da geht's gleich weiter. Und weiter. Das ist doch, so ist das doch schön. So, herstellen. Holzrad, Herstellung, Rüstungshelm aus Holz. Ist das der hier? Oder, nee, das ist ja der hier. Rüstungshelm aus Holz. Wollte ich eh machen, da kann ich auch gleich die Schuhe herstellen. Das ist perfekt. Und. Ach hier, das Holzrad sind übrigens die Stiefel. Also Übersetzung, Freunde, das müssen wir nochmal üben, ne? Das ist ja nicht so ganz. Meine Lieben. So, ich wüsste halt echt gern, was da oben für Zeug ist. Da gehen wir jetzt gleich mal hin. So, hinzugefügt Leinen. Ja, wir brauchen halt Spinnrad. Stimmt, da war ja was. Spinnrad. Da ist das Spinnrad. Wir brauchen natürlich Strohseile dafür. Wie viel können wir machen? Wir können ein ganzes Strohseil herstellen. Wow. Es ist halt unfassbar viel Gefarme. Aber so ist es halt. Es gibt auch sehr viele Banditenlager, ne? Da hinten ist irgendwo eins. Da ist irgendwo eins. Ich glaube, da hinten hatte ich auch schon ein Feuerchen gesehen. Ich bin auch mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir mal hier einem anderen Spieler begegnen. Weil es gibt auf jeden Fall andere Spieler, das weiß ich. Es gibt ja einen ganzen Clan irgendwie auf dem Server. Das ist ja Office-Server. Das ist jetzt hier kein abgeschlossener Startbereich. Hier kann ja praktisch jeder hin. So, 23 Seile. Ah, hier, jetzt haben wir schon mal unseren Helm. Ein Helm. Das ist ein Stirnband mit Kotelettenschoner. Was bietet der uns eigentlich an Rüstung, der hier? Also der alte war... Ja, okay. 14, 15, 18, 16 und ein bisschen Hitze und so Widerstand. Was haben wir hier? Oh ja, Alter. Er ist schon fast doppelt so gut. Krass. Wow. Dass die Rüstung so schnell besser werden, das ist natürlich heftig. Das zeigt mir aber auch, dass wir das brauchen. Wie sieht es denn jetzt aus hier mit dem Spinnrad? Was brauchen wir dafür noch? Ah, da brauchen wir nur die Seile für, okay. So, jetzt hat er wenigstens mal richtige Hose und so weiter an. Das packe ich alles mal hier mit rein. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob es halt... Es macht wahrscheinlich keinen Sinn, die Sachen aufzuheben. Ich mach's trotzdem. So, wie sieht's hier aus? Ich muss das auch mal sortieren. Das ist doch Käse hier. So, was ist das hier? Tierfell? Das ist irgendein Samenkram. Packen wir mir hier alles rein, was irgendwie, weiß ich, mit Tieren oder so zu tun hat. Obwohl, das brauche ich wahrscheinlich alles gleich, ne? Wir warten mal kurz ab. So, was will er jetzt hier? Erstmal eine Belohnung abholen. Füchse und Wölfe haben eine Menge Knochen. Okay. Hol dir Knochen, nachdem du Tiere erlegt hast. Das sind halt alles so Sachen, die ich schon gemacht habe, tatsächlich. Die jetzt quasi, die wir jetzt nochmal machen müssen. Also ich war schneller als die Quest sozusagen. Oh, der Spinnrad braucht 1,5 Minuten. Dann können wir noch auf Jagd gehen für einen Moment. Ah, bis Mitternacht ist, glaube ich, durch. Ich glaube, die Musik kommt immer um Mitternacht und dann um 12 Uhr mittags oder so. Habe ich das Gefühl. Oder halt nur um Mitternacht. Irgendwie sowas. So, wenn wir jetzt... Achso, Moment, ich will hier mal die Tür zumachen. Sicher, sicher. Ich weiß ja noch nicht, wie stark diese Typen da hinten sind. Ne? Ich habe da echt ein bisschen Respekt noch vor. Ich warte, bis wir eine, die nächstbeste Rüstung haben. Und dann gehe ich mal darüber und lege mich mit den Typen an. Kann natürlich auch sein, dass die mega schwach sind. Weil die haben sich ja irgendwie auch das letzte Mal, wo ich geguckt hatte, von, ich glaube, von einem Schwein umbringen lassen. Und ich habe ja vorhin gegen zwei gekämpft. Gut, ich habe es auch nicht überlebt, aber das zweite Schwein hat es halt auch nur gerade so überlebt. Von daher könnte hinkommen.
So, auf jeden Fall nehmen wir hier schon mal Schild und Schwert in der Hand, weil ich weiß halt nicht. Die sagen hier, ne, Füchse und Wölfe. Das ist nochmal das Level 1, das ist bestimmt Kaninchen. Da oben sind Hirsche, das ist gut. Da können wir uns auf jeden Fall dann Knochen holen. Oh, Levelaufstieg, nice. So, jetzt wird es einmal richtig duster, okay. Ist auch wirklich sehr dunkel, ne? Krass. Jetzt will ich auf jeden Fall mal gucken, ob wir hier irgendwie. Ach, hier. Jetzt können wir erstmal so einmal gucken, ob hier auch nichts ist. Ah, die Aussicht ist schon nice, Leute. Das ist wirklich cool. Mann, Mann, Mann. Wow. Bin ich ein toller Schütze. Hui. Okay, der ging ein bisschen daneben. Ah ja, der erste Treffer war auf jeden Fall ein richtig, richtig guter, weil da habe ich ja über 200 Schaden mitgemacht. Nice. Sehr gut. So, das finde ich auch ein bisschen nervig, dass ich das immer umstellen muss. Ich nehme an, das ist wirklich irgendwie Ausrüstungsgewicht oder sowas. Den Stein zerhacke ich gleich mal. Abholen. Mich Knochen. So, Sammler am Fluss Lehm. Das haben wir ja auch schon gemacht. Gut. Perfekt. So, jetzt gucken wir mal hier nach Kupfer. Vielleicht haben wir ja Glück, Leute. So, was haben wir? Gips. Okay. Stein. Und Sand. Und Schutt. Also, ergo schon mal kein Lehm. Auch ein Hirsch, wunderbar. Oh Leute, was für ein geiler Sonnenaufgang. Ist das nicht nice? Also, das ist doch wohl mal episch. Episch ist das. Ist wieder so ein scheiß Gaul. Ach, der sieht cool aus. Oh, ich würde so gerne ein Pferd zähmen, aber es funktioniert bei mir irgendwie nicht. Was sind das hier? Gewöhnliches Primitives. Unter dem Niveau von feinem Pferd, ganz, damit das wieder schnell gesund wird. Ja, okay. Ich will es ja nicht. Wieder kein gesundes Pferd. Was ist das da? Sind das Schweine da hinten? Ich glaube. Es sind überall Pferde und ich bin zu blöd, ein Pferd zu zähmen. Ey, das ist doch peinlich. Das da sind auf jeden Fall auch Schweine. Ist ja alles voll mit Pferden. Wahnsinn. So, das da scheint mir jetzt ein neuer Stein zu sein, oder? Weil die sind also gelblich, der ist so. Das ist ein bisschen rötlich, ne? Oder täuscht das jetzt nur? Ups. Ne, doch, ich hatte den Hammer in der Hand, okay. Okay, ich glaube, das ist einfach auch nur Schutt. Ja! Ist schon kaputt. Tja, wo kriege ich Kupfer her? Ah, hier, ne? Geht sofort kaputt. Das ist eigentlich ganz cool. Ist auf jeden Fall ordentlich hier der neue Hammer. Der haut auf jeden Fall gut rein. Aber davon haben wir noch kein Kupfer. Alte ranzige Wildsäuer haben. Versucht das jetzt nochmal irgendwie mit dem Pferd. Das muss doch irgendwie zu machen sein. Kann ich davon schon was herstellen von so Futter? Vielleicht muss ich die auch mehrfach füttern. Das kann natürlich auch sein. Ich brauche auf jeden Fall noch Gras. Aber hier oben gibt es irgendwie nichts, ne? Sind noch Wild. Ah, hier.
Weil ich habe ja auch schon das Zaumzeug alles freigeschaltet, also offensichtlich muss man das ja schon können. So, nehme den Schild nämlich in der Hand. So, wir versuchen es einfach nochmal. Kann nicht sein, dass ich dazu doof zu bin. Also, kann schon sein, aber... Vielleicht muss ich mich auch wirklich hinter so einem Baum verstecken, weil gestern habe ich das ja auch gemacht. Mich hinter einem Baum versteckt. Das Pferd hat mich ja praktisch erst gesehen, als es direkt vor mir stand. So, genau. Das probieren wir jetzt mal. Vielleicht klappt es. Muss mal ein bisschen geduldig sein wahrscheinlich. Okay. Das Pferd läuft jetzt in eine ganz andere Richtung. Nimm das doch jetzt in der Hand hier. Jetzt sollte das doch eigentlich gehen. Ah, geil! Oh, wunderbar! Ah, cool! Ah, Freunde, hier, guckt es euch an! Ah, cool! Okay, ich war einfach nur zu doof, aber das Pferd ist zornig. Eieieiei. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn der Zorn, dann, kann ich hier irgendwie was machen. Ich weiß halt nicht, was ich machen kann. Wenn ich jetzt gar nicht lenke, kann ich dem irgendwie was geben? Wahrscheinlich nicht, ne? Moment, hier werden mir Pfeile angezeigt. Habe ich da eben Pfeile gesehen? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ah, es wird irgendwie gefühlt schneller wütend, als dass es... What? Was war das denn jetzt? Okay. Also ganz falsch gemacht habe ich es nicht. Das ist schon mal klar. Aber ich habe es auch nicht richtig gemacht. So, die Frage ist jetzt nur... So, ich hole mir gleich mal nochmal Zaumzeug. So, wir müssen warten, dass es, bis dieses Unterworfen da steht wahrscheinlich, ne? Ja, komm. Oh, Mann. Okay, also man muss wirklich irgendwie, ich weiß nicht, man muss ja wahrscheinlich wirklich so sich da megamäßig ranschleichen dann irgendwie. Ja, komm, verlier deinen Agro, los. Muss eigentlich gleich aufhören? Genau. So, jetzt kommt's angelaufen. Es guckt noch. Wahrscheinlich war das der Fehler. Man muss echt warten, bis es frisst. Also es ist halt aufmerksam, ne? Es guckt jetzt erstmal hin und her. Ob alles schön sicher ist. Aber irgendwie frisst es gerade nicht. Ach, das sah nur so aus. Ach, es hat doch gefressen. Okay. Du hast es doch... Hä? Ich habe es doch gerade hergestellt. Warum hat das denn nicht gehabt jetzt hier?
Och Mensch. Ah, es ist echt tricky hier mit dem Sam. Ist ja wirklich mal sagen, ne? Also. Ja, keine Ahnung. Da müssen wir jetzt halt wahrscheinlich übelst lange warten. Bis das mal wieder hier an irgendeine Stelle kommt, wo wir uns verstecken können. Ja, hier, es kommt zurück auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Das sind, nee, das sind Füchse. Ich kann mal probieren. Jetzt würdest du das ja sehen. Ich kann auch leider nichts mehr jetzt davon herstellen. Okay, warum kriegt es das? Doch, es kriegt es mit, oder? Na, wir warten mal ab. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass ich den Köder bemerken müsste. Aber das ist doch bescheuert hier echt mal. Du drückst E zum Sammeln, aber er sammelt einfach nicht. Das check ich halt auch nicht. Ja, das ist Zeitverschwendung. Also man muss hier nochmal gucken, wie das richtig geht. Dass es halt auch nicht sofort irgendwie aggro wird. Es ist ganz komisch, ey. Das ist nicht seltsam. Sind das Füchse oder sollen das Wölfe darstellen? Ich glaube, das sollen Füchse sein. Gut, jetzt bin ich aber voll von dem abgekommen, was ich eigentlich machen wollte. Na, was sind jetzt schon wieder? Oh, die Ausdauer ist schon wieder Fritte. Meine Güte, das ist aber hier. Kann man die irgendwie skillen, dass man aber mehr Ausdauer kriegt? Das wäre mal richtig toll. Auch mehr Ausdauer. Ah, ich brauche halt ein Reittier, ne? Ich komme nicht drum rum, ein Reittier zu holen. Aber wie gesagt, da muss ich mich nochmal schlau machen, wie das genau funktioniert, was man da machen muss. Weil das wirkt im Moment irgendwie noch. Es wirkt zu schwierig für mich gerade. Also es ist irgendwie sehr, sehr vom Zufall abhängig und man muss irgendwie Stunden wahrscheinlich warten, bis die Viecher dann wirklich mal so nah ran sind, dass man da irgendwie gut werfen kann. Ich habe keine Ahnung. Auch mit dem Verstecken, dass man da irgendwie... Ich weiß nicht. Das ist irgendwie kurios. Nicht so ein Zähm, wie ich es gewohnt bin. Und diese gefühlt sind die auch super empfindlich. Ich könnte aber auf jeden Fall nochmal jagen. Oh, echt jetzt? Wieso geht eigentlich immer der erste Pfeil daneben, Leute? Das gibt's doch nicht. Na also, oh, hier 260 Schaden. Hä? Was ist... Was? Wo schießt der Vogel hin? Was verdammt? Nimm den Bonus! So, nochmal. Dankeschön. Zu freundlich. Willkommen. Stöckchen jammeln, am Stöckchen, am Stöckchen. Boah, er zappelt hier voll rum. Alter, bleib liegen. Das mit dem Gewicht ist auch ein bisschen ungünstig. So, zack. Aber hier. Aber das sieht eigentlich schon cool aus, so wie sie das gemacht haben. Wie der da liegt und so. Das ist schon cool gemacht. So, den hauen wir natürlich auch noch um. Bam, genau ins Auge. Schade. Aha. Was war das?
Geht doch. So. Irgendwo hier. Ach da. War doch weiter weg, als ich dachte, okay. Seltene Haut, aha. Kann bestimmt eine coole Rüstung oder was mit dem. So, jetzt laufen wir auf jeden Fall mal zurück. Wir haben auch noch richtig Punkte zu vergeben. Und wir sind auch schon ordentlich gewichtvoll. Ich bin noch mal gespannt, es gibt ja so viele. Muss ich, machen wir gleich mal in der Base dann. Es gibt noch so viele Sachen, was man hier machen kann. Das ist unglaublich. Also auch wenn ich jetzt kein... Das verkackt habe mit dem Pferd. Aber so generell gibt es halt noch so unglaublich viele Sachen, die man hier machen kann. Da kann man das einfach, ja, wegignorieren. Sag ich mal schon fast. Ne? Naja, immerhin das Kanickel kriege ich. Kriege ich den Pfeil auch? Ja! Ja! So, da ist noch ein Hoppelhäschen. Ich hoffe, wir haben keine Kaninchenfreunde hier im Publikum. Also ich finde Kaninchen übrigens auch super süß. Ich esse auch selber kein Kaninchenfleisch. Au, der ging direkt in die Birne. So. Aber ich glaube, den Pfeil kriege ich nicht zurück diesmal. Aber hier im Spiel ist das halt was anderes. So. Bäume so geil, ne? So eine riesigen Bäume. Ich wüsste auch gern, was die genau für einen Sinn haben. Weil die haben bestimmt irgendeinen Sinn. Ach, ich will mal F drücken. Ich bin das gewohnt, auf F zu drücken, Mann. Doch, passt. Ne, passt. Ich dachte eben schon. Nehmen wir mal nicht alles. So, jetzt stellen wir auf jeden Fall mal hier das Spinnrad auf. Das ist schon mal schön, dass wir das machen können, wenn wir das Spinnrad oder generell so Gegenstand dabei haben. Was? Gebiet ist gesperrt, Gebiet ist gesperrt. Da hinten wird es ja wohl gehen. Hallo? Aha. So, wir haben ein Spinnrad, Leute. So, was können wir jetzt da machen? Spinnrad benutzen. Wir können herstellen Leinen. Dafür brauchen wir Flachs und Rinde, was ich beides glücklicherweise schon habe. Ach doch, das habe ich sogar im Inventar. Hab ich noch mehr Rinde? Ich muss echt irgendwas an meiner Kistenwirtschaft hier machen. So, Flachs und Rinde. Leinen herstellen. Mach ich zu. Bin aber ein bisschen paranoid, was sowas angeht. So, in der Zwischenzeit gucken wir uns hier mal. Ne, das ist Aufgaben. Hier, da, Herstellungsanleitung. So, das Knochenwerkzeug und so, das haben wir ja schon. Jetzt können wir... Oh, hier, guck mal, hier, eine schöne Steinhacke. Okay. Damit können wir also dann Ackerbau betreiben. Primitives Pflaster. Mhm. Holzfass. Grober Kompost. Und einen Mahlstein. Das lernen wir auf jeden Fall. Was ist das hier? Das ist Angeln. Brauche ich jetzt erstmal nicht hier. Wir können mit Malen sogar schon weitermachen. Na, hier so schön Mörser und Stöße, Pflanzenöl. Was? Minderwertiges Mehl, okay. Knochenaxt. Gut, ich nehme mal an, es soll Knochenmehl sein. Sojabohnenkuchen. Das ist bestimmt auch vegan. So, das lernen wir auch. Also nichts gegen vegan, um Gottes Willen. Nicht, dass das jetzt irgendwie falsch rüberkommt. So, Waffen. Können wir da noch irgendwas machen? Ich will eigentlich hier keine Wurfwaffen und sowas machen. Dafür brauche ich dann Level 20. Was ist denn das dann? Ein bronzenes Schwert. Ah, und hier gibt es dann schon, ja, Knochengroßaxt. Krass. So, was haben wir hier? Einen einfachen Verband. Das machen wir auf jeden Fall auch. Werkbank und Werkzeug. Achso, das hatten wir ja gerade schon. So. Jetzt nutze Spinnrad, um EP zu erlangen. Was ist denn gerade gemacht? Ah, hier, perfekt. Jetzt hat das. Zack, Belohnung. So, hinzufügen. Oh, wir müssen 16 Holzfundamente bauen. Okay. Dann würde ich sagen, auf die Plätze fertig los. Ne? Mal ein bisschen Kram hier rüber schaffen, dass unser Inventar nicht zu voll gemüllt ist.
Ja, auch die Häute, die müssen wir nicht rumschleppen. Tierfell. Wir haben hier ein seltenes Fell irgendwie bekommen, ne? Das muss ich auch unbedingt hier einlagern. Primitive Tierhaut, wo ist denn das seltene Fell? Oder soll das das Horn gewesen sein? Oder habe ich das schon eingepackt? Seltenes Fell, hallo, wo bist du? Primitive Tierhaut? Moment. Keine Ahnung. Macht aber auch nichts. So, das packen wir mal hier rüber. Wunderschön. Was haben wir denn hier? Primitives Salz und Gips. Ich habe sogar schon ein bisschen Salz. Das ist cool. So. Kokon. Maulbeer und Seidenraupen. Ah ja. Alles klar. So, wir sollen auch Fundamente bauen. Dafür brauchen wir noch Zweige und Schutt. Gut, das können wir uns auch schon besorgen. Das ist kein Problem. Ist ja alles hier vorhanden, ne? Also, man muss wirklich sagen, der Bauplatz hier ist erstmal für den Anfang ganz okay. Aber ich will natürlich zusehen, wenn wir hier soweit sind, ne? Dann gehen wir auf jeden Fall mal die Welt erkunden. Da kann ja nicht sein, dass wir uns immer auf denselben 50 Quadratmetern hier bewegen. So, wir wollen ja auch dann ein bisschen was von der Welt sehen. Aber das gehört halt eben dazu. Und ich finde das auch mal ganz cool, dass es hier halt auch richtig so Quests gibt und so, dass man sich in allem Möglichen hier verbessern kann. So. Dann können wir nämlich schon mal hier Seile herstellen und derzeit hacken wir noch ein paar Zweige. So, was steht da? Hinzugefügt Holzbett. Ah, seht ihr, das Holzbett müssen wir noch machen. Das kann ich ja auch schon bauen. Das ist dies hier. Da brauchen wir primitive Tierhaut für. Ja gut, die haben wir im Lager. Äste kriege ich aus einem so einem Ding raus. 14 haben wir noch. Brauchen wir nicht. Oh, das war jetzt nicht geplant. So, ein bisschen Schutt muss sein. Dann wächst die Base fast ganz allein. So, hier kriege ich ja irgendwie. Was kriege ich hier raus? Hier bekomme ich Steine auf jeden Fall. Habe ich da gerade rosa jetzt gelesen? Hier habe ich den schon zerschlagen. Nein. Bam. Ich finde das mit dem Schutt interessant irgendwie. Ich würde es vielleicht umbenennen in Kiesel oder sowas. Schutt finde ich so ein bisschen. Das ist, klingt zu modern. Oder Geröll oder so, keine Ahnung. Aber das ist natürlich jetzt Korinthenkackerei. So. Dürft mich auch gerne alle auslachen über meinen Fail-Versuch, ein Pferd zu zähmen. Hier können wir auf jeden Fall nochmal ordentliche Pflanzen sammeln. Gibt's auf jeden Fall ordentlich. Hier, der Pflanzenmassaker. So. Holzfälle Anfänger, okay. Ach, seht ihr, ich wollte ja gleich nochmal gucken. Es gibt ja noch diverse andere Sachen, was man hier machen kann. Und zwar haben wir hier Fertigkeiten und sowas. Da ist jetzt halt die Frage, Kompetenz der nächsten Stufe. Okay. Ah, hier. Hier kann ich Kompetenzen. Ah, jetzt raff ich. Okay, einhändig. Einhandschwert-Expertise. Machen wir mal ein paar Punkte. Hier, das sind hier. Ah, das sind diese.
Diese gewöhnliche EP oder was? Sind das diese 20.000 Punkte, die ich da hatte oder was? Ich mache jetzt mal einen. Ah ne, das sind diese 8. Okay. Wofür sind die hier? Die gewöhnlichen. Oder ist das um das? Ah, okay. Die gewöhnlichen Punkte sind wahrscheinlich hier zum Freischalten. Ne? Hier diese benötigte Fertigkeit 300. Kann das sein, dass es irgendwie zum Freischalten ist? So, was passiert, wenn ich jetzt hier noch einen Punkt reinschmeiße? Ich mach mal einmal hier, ne, hier füllen sich ja diese Dinge da unten. So, was passiert jetzt? Gar nichts, okay. EP erhöhen. Aha. Wir machen mal... Ah, okay, jetzt raff ich das. Aha, Wir machen mal auf 200. Wunderbar. Jetzt raff ich das. Okay. Ja, Axt wäre natürlich auch geil, ne? Erhöht den schildbrechenden Grundschaden von Waffen, Einhandwaffen und Äxten um 10%. So. Streitaxtangriffe haben eine Chance von 30% leichte Blutungen zu verursachen. Stumpfe Einheit-Expertise. Ich glaube, ich gehe tatsächlich auf Axtkunde. Jetzt habe ich das mit diesen Punkten ja auch begriffen. Okay. Stangenwaffe brauche ich nicht. Schwere Rüstung auf jeden Fall. So, da müssen wir hier benötigte Fertigkeit 75 und hier 150. Da knallen wir auf jeden Fall mal ordentlich was rein. Achso, Moment. Da können wir hier auch diese Punkte mal reinhauen. Ich weiß aber nicht. Ah, hier gibt es ja noch mehr, ne? Agilität. Bogen, Armbrust wäre auch geil. Reiten. Wahrscheinlich hätte ich das vorher irgendwie besser machen müssen. So, Körperbau ist auf jeden Fall mal wichtig. Kung-Fu-Experte. Bloße Fäuste. Tragegewicht um 50 erhöhen. Jau, auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Vielfraß erhöht die maximale Fülle des Charakters. Hier können wir also unseren Charakter noch so ein bisschen weiter skillen. So, hier können wir auch. Und das können wir auch. Wenn wir das freigeschaltet haben, scheint das auch keine weiteren Punkte dann zu kosten. So, Fachwissen über Pflüge. Ah, das ist voll interessant. Jetzt gucke ich mal. Okay, das kostet mich halt keine Punkte, ne, wenn ich das mache. Das ist schon mal cool. Bergbau. Erzabbauverstärkung Rang 1 erhöht den Ertrag von Schutzsand, Kupfererz und Lehm um 20%. Das hört sich eigentlich schon mal sehr gut an. Das machen wir auch. Also. Ich muss natürlich gucken. 150. Wie viel habe ich denn jetzt hier? Ich habe da keine Ahnung. Ich habe da jetzt irgendwie Punkte investiert, aber irgendwie... Ah, hier, Stufe 100. Ah, okay. 101 Punkte habe ich, 150 brauche ich. Okay, jetzt... Okay, ich muss mich erstmal damit so ein bisschen vertraut machen. So, jetzt können wir dann... Wo, was haben wir? Moment, auf. Was haben wir denn hier? Verringert Haltbarkeitsverlust des Hammers um 20%. Und Kupfererz. Aha. Okay, das ist auf jeden Fall. Wie bei Life's Fuel. Ach cool, wir können dann alles lernen. Das ist ja nice. Okay. Das ist auf jeden Fall cool. Wir müssen unsere Sehstärke verbessern. Weisheit. Medizin. Befehl, Rekrutierung. Hier zähmen. Das hätten wir wahrscheinlich machen müssen. Genau, oder? Tiermedizin, gutes Essen. Je mehr, desto besser. Ja gut, da müssen wir uns später mal drum kümmern. Aber wo ist die Sehstärke? Okay, das können wir jetzt auf jeden Fall schon mal machen. Das haben wir freigeschaltet. Wo haben wir das gerade gehabt? Hier. So. Ah, Sehschärfe für Schar... Okay. So, Körperbau. Hier müssen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen was machen. Schlangenfresser. Ah, das ist auch nicht verkehrt, wenn wir nicht gleich draufgehen, ne?
Aber jetzt checke ich das mit diesen ganzen Punkten. So, was gibt's hier? Ein echter Tritt bietet 200 Bonus für die Schlagkraft des Tritts. Aerobes Training. Erhöht Ausdauer. Okay, das machen wir auf jeden Fall auch noch. Das machen wir definitiv auch noch. Weil das ist Ausdauer und so, das ist ultra wichtig. Leute, das ist ultra wichtig. Hoppla. Lieber Spieler, dein Anfängerschutz wurde aufgehoben. Viel Glück beim Myth of Empires. Ihr seid aber doof. Ich bin am Bambi. Wir müssen den ganzen Kram jetzt lernen. Hilft nichts. So, aerobes Training, was ist das? Erhöht die Gesamtausdauer um 50%. Alter. Ja, kriegt mal richtig geile Sachen hier. So, das machen wir auch nochmal hoch. Obwohl die Frage, ich heb mir noch Kompetenzpunkte und so weiter auf. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Weil wenn ich jetzt alles rausknalle, also das ist natürlich cool, dass wir es haben, aber wenn ich jetzt alles rausknalle, dann habe ich hinterher wahrscheinlich, fehlt mir das irgendwo. Das will ich halt auch nicht. So. Wie viel soll ich davon herstellen? 16, 3 habe ich jetzt gemacht. So, das müsste reichen dafür. Jo, passt. So, was will er noch haben? Wände, 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Was will er noch haben? Ein Bett will er haben. Das müsste doch auch drin sein, oder? Wo ist mein Holzbett? Wo ist mein Holzbett? Primitive Tier. Haben wir kein Tier heute bekommen von dem Vieh? So, da ist nix. Da ist nix Tierhaut. Hier ist Tierhaut. So, da können wir auch gleich das Bett hinterher basteln. Und wir müssen auf jeden Fall die Base dann erweitern. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Das war ja im Endeffekt geplant, dass wir das tun. Das ist aber okay. So, zack. Zack. Schnupp. Ja, nach hinten raus auch. Komm mal. So, 2 habe ich noch. 2 Stück habe ich noch. Hm. Ja, komm. Machen wir so. Baue ich eine neue Treppe. Ist ja auch kein Ding. Södele. Wir können schon wieder Belohnung abholen. Und wir sind auch auf Level 18. Sicherheit geht vor. Schutzwall bauen. Reparieren. Yo. Einfache Verteidigung. Sehr schön. Aber, liebe Freunde, damit machen wir nächste Runde weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn das mit dem Pferdezähmen jetzt überhaupt nicht geklappt hat. War ich ja zu blöd, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall hier die Base und alles weiterbauen. Wir werden dann schauen, dass wir ja, dass wir dann auch eine Mauer bekommen. Ne? Hier, wir gehen die Questreihe weiter durch. Das wird auf jeden Fall, da wird auf jeden Fall noch einiges passieren. Ich hoffe, es stört auch nicht, dass die Folgen hier mal ein bisschen länger sind, weil es ist einfach relativ viel, was man hier machen kann. Und so, und deswegen, wieso kann ich das dann nicht machen? Ach, wegen der Trümmer wahrscheinlich, wa? Ist das wegen der Trümmer? Weil hier Trümmer liegen? So, probieren wir es nochmal. Juti, so, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen und ein Abo da, würde ich mich riesig drüber freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Myth of Empires. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut rein, Leute. Macht's gut.